Liebe Fahrgäste, die Dresdner Verkehrsbetriebe begrüßen Sie herzlich in einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Die Bahn wurde 1895 eröffnet und pendelt seitdem zwischen Loschwitz und dem Stadtteil Weißer Hirsch. Seit 1984 steht die Anlage unter Denkmalschutz. Wir befinden uns im Burgbergtunnel, fahren dann weiter über das Gerüstviadukt in der Mitte der Strecke und schließlich durch den Prinzess-Luisa-Tunnel kurz vor der Bergstation. Auf der eingleisigen Strecke legt die Standseilbahn 547 Meter zurück und überwindet 95 Höhenmeter. Die Elbhänge, die sich zur rechten und linken Seite erstrecken, gehörten einst dem Weinbau. Als er Mitte des 19. Jahrhunderts zum Erliegen kam, entstanden hier die prachtvollen Villen, die Sie heute sehen. Wenn Sie nach vorn schauen, erblicken Sie schon den zweiten Wagen, der ins Tal fährt. Die Fahrzeuge sind durch ein 580 Meter langes Drahtseil miteinander verbunden. An der Ausweiche auf dem Gerüstviadukt fahren Sie aneinander vorbei. Bald erreichen wir die Bergstation auf dem Weißen Hirsch. Der Name dieses Stadtteils geht auf die Schenke zum Weißen Hirsch zurück, die der kurfürstliche Kapellmeister Christoph Bernhardi Ende des 17. Jahrhunderts auf seinem Gut eröffnete. Um das Anwesen herum wuchs in den folgenden 200 Jahren eine Ortschaft. Mit der Eröffnung seines Sanatoriums führte Dr. Heinrich Lahmer die Landgemeinde Ende des 19. Jahrhunderts zu internationalem Ruhm. Den Gasthof zum Weißen Hirsch finden Sie heute nicht mehr, dafür die Sternwarte Manfred von Ardenne, den ehemaligen Kurpark am Rande der Dresdner Heide und vor allem ruhige Straßen mit eleganten Villen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen, vielleicht schon zur Fahrt in die Talstation.
machen, die sie zulassen können, das sind die Uhr, die Schlüssel. Ne? War einfach gut mit dem. Ne? Lass mal. Könnte ja auch das Team viel mehr erinnert sein. Ja, das kann schon sein. Liebe Fahrgäste, die Dresdner Verkehrsbetriebe begrüßen Sie herzlich zur Fahrt nach Loschwitz. Die Standseilbahn ist eine der ältesten ihrer Art weltweit. Pflege und Erhalt dieses technischen Denkmals liegen uns sehr am Herzen. Der Prinzessin-Luisa-Tunnel unterhalb der Bergstation liegt am steilsten Streckenabschnitt. Das Gefälle liegt hier bei 29%. Sein Name geht die Verbesserung Luisen und auf die sächsische Kronprinzessin Luise von Toskana zurück. Sie lebte um 1900 in Dresden und war sehr beliebt. In der Mitte der Strecke auf Gerüstviadukt befindet sich die Abtsche-Ausweiche. Beide Wagen sind mit Drahtsätzen versehen, die auf der einen Seite einen Doppelspurkranz haben, auf der anderen Seite jedoch nur eine spurlose Walze. So fährt jeder Wagen immer auf der gleichen Seite, ohne dass die Weiche bewegliche Teile benötigt. Dieses einfache Prinzip funktioniert seit über 100 Jahren, mittlerweile mit der vierten Wagengeneration. Auf der linken Seite ist der Blick nun frei auf die Grundstraße, die Loschwitz mit Bühlau verbindet. Unter der Straße verläuft die Trille, der Loschwitzbach, der nur noch an der Mündung in die Elbe zutage tritt. Entlang der Trille wurden über Jahrhunderte einige Wassermühlen betrieben, die aber heute nicht mehr existieren. Der Dresdner Künstler Eduard Leonhardi baute Ende des 19. Jahrhunderts die ehemalige Hähnchenmühle in ein Wohnhaus und Atelier für junge Künstler. Die Sinnsprüche und Reime, mit denen die Fassade damals verziert wurde, schmücken das Haus noch heute. In dem auch als Rote Amsel bekannten Leonhardi-Museum finden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst statt. In Kürze durchfahren wir den Burgberg und erreichen die Talstation. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, möchten wir Sie auf unsere Schwebebahn in der unmittelbaren Nachbarschaft aufmerksam machen. Die älteste Bergschwebebahn der Welt ist 6 Jahre jünger, aber mindestens genauso interessant wie die Standseilbahn. Von der Aussichtsplattform auf dem Dach der Bergstation können Sie einen einzigartigen Panoramablick über das Elbtal genießen. Wenn Sie sich am Ausgang nach links wenden, erreichen Sie nach etwa 100 Metern die Talstation der Schwebebahn. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Das ist ja noch warm, wenn wir noch einmal mit dem Boden.